Und schon sind wir wieder zurück. Tatsächlich ist das jetzt einfach der nächste Tag, wo ich jetzt wieder Aufnahmen starte. Trotzdem weiss ich jetzt nicht genau, wo das jetzt aufgehört und was das jetzt noch zu tun gibt. Ich weiss nur noch, dass ich ein paar Zusatzmodule habe gemacht, und zwar bei unserem schönen Intercity 3, der mit Intercity 2000 fährt. Das ist sehr cool. Aber dort muss ich jetzt, glaube ich, nichts mehr machen, weil die Personenlinien, die sind jetzt alle schön revidiert und funktionieren. Der Interregio habe ich auch wieder eingeführt, das ist auch schön. Und der kommt auch irgendwann. Hat mich nimmt jetzt Wunder, was ich dort für einen Zug habe. Ah, dort habe ich das komische Sandwich gemacht aus zweimal RE44 und dann noch so einer Eurocity und dann der Rest EW2. Okay. Das können wir auch so sein von mir aus. Und jetzt schaue ich hier, dass ich weiterkomme. Und zwar habe ich gedacht, in dieser Aufnahme, weil wir jetzt schon 2000 haben, sollte ich vielleicht mal schauen, dass die alle Städte langsam so ein bisschen die Güter bekommen, die sie brauchen. Zum Beispiel Donsdorf. Hier sind wir ja schon. Hier haben wir noch gar nichts, wo irgendwie zugeliefert wird. Hier zu Feichten, bin ich jetzt schon mal schauen. Uiuiui, da haben wir definitiv zu wenig Zugauslieferung. Und schön cool, wie hier beide Züge gleichzeitig abfahren. Das ist ein cooles Bild so. Schön. Ist also gerade geliefert worden und ganz offensichtlich ist die Auslieferung der Ziegel nicht ausreichend. Da kaufe ich noch zwei weitere, sicherheitshalber. So. Und dann ist das gut. Und jetzt sieht es so aus, als wäre hier das Brot. Also hier wären zu viele Lastwagen drin, wenn ich das richtig sehe. Und wieso wartet der da so lange? Das ist ein bisschen komisch. Wobei hier fährt wirklich einer nach dem anderen im Moment. Und die sind alle voll, he? Nur der hier gerade nicht. Aber wartet. Ah, der wartet, bis er voll ist. Jetzt sehe ich es gerade. Und darum sind hier so viel nacheinander abgefahren. So funktioniert das. Das habe ich also hier auf dieser Linie immer noch so eingerichtet, dass sie warten, bis sie voll sind. Und ehrlich gesagt kann man das auch so lassen. Weil dann tragen sie die Emissionen nicht ins Stadtzentrum in der Zeit, wo sie leer sind. Und dann fahren sie hier nicht leer im Zeug herum, sondern sie stehen halt hier. Und dann ist es vielleicht gar nicht mal so eine Schande, wenn hier ein paar einfach stehen. Hey, ich müsste das mal beobachten, wie das bei der nächsten Zugsankunft kommt. Es hat so ausgesehen, als wäre einfach einer noch übrig geblieben. Oder zwei. Aber das, ja, vielleicht müssen wir dann mal noch einen verkaufen oder so. Hauptsache ist, dass wir hier die Ziegel langsam abtransportieren können, weil hier haben wir ganz offensichtlich zu wenig Lastwagen. Ich habe eigentlich bei der Ziegellinie. Dort haben wir nicht eingerichtet, dass sie warten, oder? Nö, das ist nicht so. Ich richte sie mal ein. Voilà. Weil, dann haben wir die Garantie, dass hier, wenn ein Zug ankommt, wirklich ganz viel Kapazität vorhanden ist, um das Zeug zu verladen. Dann können die Lastwagen das gerade alle mitnehmen. Nur das hier ist jetzt ein bisschen ungünstig. Wieso kann der nicht ein bisschen weiter vorne fahren? Wieso muss der hier in der Mitte halten? Ja, das blockiert jetzt hier alles. Das ist nicht gut. Das müsste aber schon vorher so gewesen sein. He? Also, weißt du was, dann machen wir es so. Ich tue die Linie so bearbeiten, dass es eine maximale Wartezeit gibt. Das mal wirklich auf 3 Minuten. Oder vielleicht sogar weniger. Ich tue es auf 100 Sekunden. Das ist so eine schöne Zahl. Dann fahren jetzt die hier, also der Rest fährt jetzt natürlich schon ab. Weil das bedeutet, dass sie nach einer gewissen Zeit einfach doch weiterfahren, nicht dass sie hier zu weit hinten raus schauen. Das ist die Idee. Dann wird es natürlich immer noch zu weit hinten rausgehen. Das soll sich jetzt im Endeffekt einfach so einpendeln, dass es gleich aufgeht, dass hier nie hinten der Schwanz raus schaut von dieser Kolonne. Jetzt kommt hier sowieso die nächste Ladung. 200 von 208. Da ist jetzt auch schon ein bisschen mehr drin als vorher. He? Und jetzt werden sie ja hier sowieso gefüllt. Es muss also mit dem Zug genau aufgehen. Und offenbar kommen hier immer beide Züge gleichzeitig. Ist das jetzt einfach gerade Zufall zweimal? Oder ist der Takt wirklich sehr ähnlich? Sagen wir mal, Brick 5 ist 5 Minuten und er hier, der Bread Ace, ah, der ist 3 Minuten. Also geht es ja doch nicht ganz auf. Dann haben die Züge hier, die Ziegelzüge, auch einen etwas unregelmäßigen Takt gehabt. Das ist die Sache Zufall. Aber das bedeutet, haben wir jetzt immer noch viel zu wenig Ziegellastwagen, weil die sind jetzt einfach immer noch nicht hinten nachgekommen, trotzdem, dass ich schon zwei drin habe. Also, warte jetzt schnell, auf dem Brot habe ich wie viel? Da habe ich 14 Fahrzeuge. Und auf dem Anger
dem Brick habe ich 7, okay. Einfach mal noch 7 dazu kaufen, voilà. Wenn es dann zu viel sind, man kann sie wieder verkaufen. Der Occasion-Markt freut sich. Darum mache ich da jetzt nicht so ein Büro auf, dass ich jetzt halt hier vielleicht ein klein viel gekauft habe. Das ist ja wirklich nicht tragisch. Gut, also Fechten hat jetzt wie viel? Das ist jetzt 90 und 70. Ich frage mich halt immer noch, ob das wirklich gar nicht möglich ist, jetzt hier auf 100% zu kommen mit dem Brot. Es ist halt irgendwie, warte jetzt schnell, jetzt haben wir hier Transport wirklich auf 100%. Bestellt wird 231 und 257. Also wäre das, warte jetzt schnell, 200, das sind 488, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, es sind 488. Irgendetwas sagt mir, dass es so viel ist. Und die hier bestellen aber 541, also sollten 541 bestellen, aber sie haben nicht so viel bestellt. Das lässt sich schliessen, dass jetzt vielleicht neue Geschäftsgebäude sind dazugekommen. Ich rede ja vom Brot, darum Geschäftsgebäude. Hier ist aber alles Industrie. Jetzt muss ich auch wieder den hier machen mit den Fenstern. So, Moment, das ist, das ist nicht Lastwagen gewesen. Einmal ist es, okay. Das hier, hä? Dort ist noch einer. Dann muss ich dann schauen, dass überall wirklich das Brot angeschlossen ist. Hier. Aber das sind doch Wohngebäude da. Es sind Wohngebäude, aber jetzt habe ich kurz das Label nicht bekommen. Aber jetzt ist gut. Sind das wirklich alles Wohnhäuser hier? He? Die haben also hier nichts bestellt. Die bestellen ihr Brot auch nicht direkt der Fabrik. Dort hier auch Wohnhaus, muss nicht angeschlossen sein. Dort hier ist alles gut. So hier, das habe ich, das habe ich noch nicht gehabt, aber jetzt habe ich es auch dabei, also. Sind echt die hier irgendwo dazwischen geklemmt oder so, dass die da nicht genug Güter bekommen? Oder wieso haben die das da nicht richtig? Da hier ist noch Brot, aber das ist da wirklich alles angeschlossen. Da hier in diesem Bereich hat es überhaupt keine Verkaufsgebäude, so Dings, Gewerbe. Hier im Zentrum ist hauptsächlich auch Ziegel. Es hat zwischendurch ein bisschen Brot drin. Hier ist so eine Brotinsel. Aber die sind hier dran. Genau, der Kirchgast. Jetzt muss ich wieder ein bisschen die Fenster vorträumen. Hier unten ist auch alles Ziegel. Das ist im Moment eigentlich egal, weil ich schaue das Brot an. Obwohl die Ziegel natürlich auch komplett beliefert werden sollten. Aber an dem hier, wie gesagt, Burgstrasse, das ist gut. Dort hier ist auch die Brotlinie. Es muss natürlich auch die Linie, die richtige Linie drin sein. Das sind hier jetzt nicht überall drin. Aber hier rauf kommt auf jeden Fall nur das Brot. Das ist okay. Dann komme ich hier überhaupt nicht raus. Ist auch einfach die Lieferung zu wenig dicht im Takt oder was? Dass die einen Gebäude ihre Brotvorräte schon aufgebraucht haben, bevor die anderen überhaupt beliefert können werden. Das wäre jetzt noch eine Möglichkeit, aber nee. Ich denke es nicht. Oder müsste ich zwei verschiedene Linien machen, dass das gerecht verteilt wird? Vielleicht ist das letzte Geheimnis, dass man nicht alles in einer Linie anschliessen kann, weil immer nur die ersten Gebäude priorisiert werden. Das wäre etwas, wo man nachgehen könnte. Jetzt habt ihr das hier schon ziemlich dezimieren können. Also Fakt ist, es sind wirklich alle Gebäude angeschlossen. Da gibt es kein Indiz, dass es nicht so ist. Da kommen jetzt neue Ziegel und die sollten das jetzt wieder gut können ausliefern können. Wobei jetzt ist natürlich das ganze Brot unterwegs mit den Lastwagen. Vielleicht ist es jetzt höher. Jetzt sind wir auch auf 90-80. Allerdings ist der Bedarf immer noch nicht ganz gestillt. Oder ist es vielleicht, weil die hier zu wenig Weizen... Aha. Das habe ich jetzt nicht bedenkt. Stimmt. Sie haben zu wenig Weizen. Das ist das Problem. Die Weizenzüge bringen zu wenig Rohstoff dorthin. Darum produzieren die gar nicht genug. Heisst das, die Bauernhöfe, die jetzt hier sind, die Länge auch nicht? Weil offenbar kommen ja die Züge gar nicht mehr voll zurück. Das ist jetzt zwar ein Lok.
Da hier ist auch der nächste. Nein, das ist ein Brick, Moment. Jetzt komme ich doch ein bisschen nicht mehr raus. Moment. Er hier ist der Grain 2. Und hier hat es mehrere Züge. Er hier ist auf dem Weg rauf, das interessiert mich im Moment nicht. Er hier hat geliefert und ist nicht voll gewesen. Und er hier hat auch nur sehr wenig dabei. Jetzt muss ich schnell rechnen. Wir haben hier zweimal Brotfabrik. Beide sollten viel produzieren. Jetzt muss ich schnell schauen. Feichter braucht 541 Brot. Das ist also 541 mal 2 an Weizen. Also 1082 Weizen. Für die volle Auslieferung 1082. Da hier haben wir 200, 400. Mehr hier unten glaube ich nicht. Nein, 2, 4, 6, 8, 1000. Aha, okay. Die paar 80, die fehlen. Darum muss ich hier noch einen weiteren Bauernhof hersetzen. Weil die kommen einfach nicht ganz auf das, auf die Menge, die sie brauchen. Also, dann gibt es hier schon der vierte in diesem Cluster hier oben. Der expandiert den Betrieb noch mehr. Und das ist jetzt etwas schwierig, weil jetzt geht mir hier langsam der Platz aus. Jetzt baue ich den hier halt so. So, dass er etwa parallel ist, aber ein bisschen versetzt. Und dann gehe ich halt den hier noch anschliessen. Vielleicht geht an diese Kreuzung hier. Ist er denn verbunden? Moment. Ja, ist er. Okay. Dann sollte das die Lösung sein. Dann gibt es jetzt dafür viel mehr Weizen hier. Und jetzt sehe ich gerade, dass hier das Perron zu kurz ist für die Sache. Das heisst, das Perron ist jetzt fast voll. Und der Zug kommt jetzt hier. Also wahrscheinlich wird jetzt mit dem Neubauernhof so viel produziert, dass es hier zu lang wird. Soll ich vorsorglich echt die Sache verlängern? Ja, der Zug jetzt, ist jetzt sogar komplett, nein, nicht ganz voll geworden. Weiss nicht. Es wäre auch schon gescheit, wenn ich es so mich. Komm, rupfen wir hier schnell ein Gleis raus. Jetzt ist der Zug zurückgekommen. Ich habe gehofft, dass es nicht dafür schiebt. Aber dann pausiere ich schnell pausieren, gescheiter, nicht, dass jetzt hier die Lieferkette unregelmässig wird. Da habe ich ja nicht etwa heiß wie Gleis gehabt. Nein, das braucht es nicht. Gehen wir noch zwei Elemente weiter. Plattformen, Güter. Voilà. Und jetzt hier. Naja, wenn schon, müsste ich die Kurve noch schnell komplett neu machen. Sagen wir mal ab dort. Die Weichen mache ich jetzt nicht noch einmal neu. So, da kommen wir ja unter der Brücke durch. Super. Und dann läuft die Sache. So, der Zug fährt wieder. Sehr schön. Dann haben die jetzt doch ein bisschen mehr Puffer. Wenn ich mal den neuen Bauernhof, der wird jetzt auch schon, ja, schau hier, der fährt jetzt auch schon produzieren hier, während die anderen immer noch eigentlich voll sind. Leck, der Gückel ist am Krähen, wie verrückt. Gut. Mit dem sollte jetzt die Lücke geschlossen sein. Da habe ich jetzt wirklich nicht daran gedacht, dass das Problem könnte sein. Aber es ist offenbar so. Gut. Jetzt sind beide auf 90, das ist auch schon mal gut. Vielleicht sollte ich noch einmal schauen wegen der Auslieferung der Ziegel, ob hier auch alles dran ist. Aber ich glaube, das war vorhin generell recht gut abgedeckt. Hier unten, dort ist keine Industrie. Dort hier auch nicht. Ah, hier ist Industrie, aber das ist. Das hier ist nicht an dem angeschlossen, ist das wenigstens hier direkt dran. Da muss ich jetzt grad schnell schauen. Der nächste Dings hier, Entladepunkt, ist auch hier. Es könnte also dort schon das erste Gebäude geben, das wieder nicht mehr im Netz drin ist. Die hier. Es sind sogar mehrere, da, also zwei. Und hier unten hat es ja noch ein paar. Also ich glaube, ich muss in diesem Fall das so anpassen, dass ich zuerst noch schnell in diese Querstrasse hier reinfahre. Das ist aber ein kleines Zeug, das fährt hier so blöd nach hin und her. Wobei, ich kann ja hier rauf und dann hier wieder runter und dann geht es hier in die normale Linie rein. Ja,
Im Moment geht es ja hier unten durch. Und das würde man jetzt hier einfach anpassen. Dass es hier oben durch geht. Jetzt biegt es ja hier so ab und jetzt geht es halt hier rauf. Schnell hier in die Queststrasse noch kehren und dann ist gut. Machen wir das halt so. Voilà. Ganz wirklich nötig ist es nicht unbedingt, weil für die 100% braucht es das vielleicht gar nicht. Die einzelnen Gebäude. Aber ich will lieber, dass wirklich alle angeschlossen sind. Dann haben wir dann wirklich auch garantiert 100%. So, das ist jetzt der FE-Brick, den man muss anpassen muss. Und zwar hat der nach Feichten Zentrum jetzt noch einen Halt. Dort. Was ist es? Eine Mozartstrasse. Sehr schön. Und jetzt sehen wir hier, wie fährt jetzt der? Also ist der hellblau. Jetzt haben wir schon gefragt, Moment schnell. Okay, er geht hier durch. Hier rauf, hier rum, so wie vorausgesagt. Und hier ist schon noch etwas hellblaues. Aha. Das hier ist auf der falschen Seite, darum geht jetzt der so blöd hier rundherum. Ja, ich tue das einfach auf die andere Strassenseite versetzen, ganz einfach. So, dann ist das hier erstmal doppelseitig, das ist jetzt so. Jetzt hat sie hier schon die richtige Seite genommen, automatisch. Dann geht es dann hier unten durch. Und der nächste Halt ist näher, wenn Sie es richtig sehen, hier. Genau. Dann geht es hier noch einen Ahornweg. Dort rauf muss es nicht, weil dort hier hat es kein Business. Wo Ziegel braucht, dann noch hier runter und dort ist dann alles gut. Hier werde ich auch noch schnell überprüfen. Hier ist sicher alles dran. Genau. Hier reicht es auch noch bis dort drüber mit dem Geschäftsgebäude. Die hier decken das hier unten sicher auch ab. Dort hier wieder nicht mehr. Dahin. Dort ist aber das dran. Das ist hier ein guter Übergang. Habe ich genau bereicht. Und die hier die nehmen hier auch oben das Zeug. Das ist gut. Dort so. Hier so. Ja, ja, das ist super. Also, dann haben wir jetzt die letzten paar Gebäude dort auch noch angeschlossen. Das ist jetzt wieder ein bisschen am Warten. Das ist okay, weil der nächste so kommt. Dann habe ich es jetzt auch gerade so bereicht, dass es geht. Also, dass es aufgeht. Jetzt kann der nächste so kommen und dann haben die hier gerade ein bisschen Kapazität zum Ausliefern. Und dann können wir dann dafür die nächsten warten auf die nächste Lieferung. Und der ist immer noch nicht ganz voll. He? Das ist so ein bisschen Hin und Her mit dieser Füllung von diesem Zug. Weil wahrscheinlich die Weizenzüge immer ein bisschen in einem unregelmäßigen Takt kommen. Das sehen wir jetzt so sehr gut. Jetzt ist genau gar nichts dort. Das ist sehr schlecht. Die nächste Lieferung kommt erst hier. Das ist der, den ich kurz ein bisschen zurückgehalten habe vorhin. Kann es sein, dass der so langsam ist, dass er den ganzen, die ganze Auslieferung hinten dran blockiert. Weil der fährt irgendwie viel langsamer. Oder fährt jetzt nicht auch nur langsam weg der Weichen? Grenz, gut, hier ist es eigentlich nicht so eine scharfe Kurve. Nein, der müsste eigentlich schneller können fahren. Gut, jetzt bremsen die natürlich für das Signal. Weil... Ah, es kommt noch einer zurück auf der Strecke. Kann das sein? Nein. Aha, nein. Der hat hier einfach noch ein geladen. Das ist das Ding. Hier gibt es ja auch noch ein bisschen. Das ist das Thema. Okay. Aber vielleicht müsste ich hier mal noch ein weiteres Tripfahrzeug dran tun, dass das ein bisschen besser funktioniert hier. Wie sind die im Moment dran? Die sind zwar alle angeglichen, oder? Das habe ich extra so gemacht, dass die gleich schnell beschleunigen. 91 Sekunden auf 120. Aber irgendwie geht es halt gleich nicht auf. Dadurch ist es ein bisschen schneller, aber das ist eigentlich egal. Ich habe doch hier im Depot noch ein paar RE44, oder? Also, eine habe ich noch. Ich habe das Gefühl, vielleicht wäre es keine schlechte Idee, die mal in den Dampfzug reinzutun. Oder? Nein, jetzt halte ich mich doch zurück, weil ich habe das Gefühl, wenn die hier die gleichen Stats haben, dann muss doch der gleich stark oder gleich schnell können beschleunigen können. Ich tue es nicht machen. Ich habe das Gefühl, das geht dann schon. Obwohl jetzt hier tatsächlich schon der nächste kommt. Wo effektiv nicht ganz so voll ist. Ist nicht einmal halb voll.
Aber hier, ja, hier wird er auch nicht ganz voll, der ist halt auch extrem lang.